Jo, Medium-Reifen. Oh, jetzt bin ich mal gespannt. Er hat nur einfach. Ricardo hat nur einen Medium-Reifen verwendet. Wie klasse ist das denn? Wow. Das heißt, wir brauchen jetzt einen Medium-Reifen, so gesehen, für den Sprint. Haben dann zwei Medium, einen harten und zwei Soft. Bei Schoß ist gleich. Ist eigentlich gar nicht so schlecht. Aber wenn vielleicht der Computer vielleicht eher mit Soft fahren könnte. Was ich mir echt vorstellen kann. Würde ich es trotzdem gerne so probieren. Weil am Ende wir halt wahrscheinlich etwas stärker werden dann, wenn die Reifen halt K.O. gehen von denen. Mal schauen. 15 schwierige lange Runden warten auf die Fahrer heute im Sprint in Spa. Und gehen die Lichter hier in Spa erst aus, liegt alle Aufmerksamkeit auf der ersten Kurve, die über die Jahre schon viele dramatische Vorfälle gesehen hat. Aber wer wird triumphieren, wenn die Zielflagge geschwenkt wird? Da sind wir beim Sprint in Spa. Das Startsignal erlischt und los geht's. Ja, relativ guter Start von Show. Wenn er jetzt ausruhen gut mitziehen kann, hat er Gasly. Kann er leider nicht. 9 Kilo mehr. Das ist schon krass. Ja, wir sind die Einzigen mit Mediums. War ja irgendwie klar. Ich glaube, es war letzte Saison aber auch so. Wir haben am Anfang Probleme mitzuhalten und können dann, wenn die anderen abbauen, halt Gas geben. Sollte so ungefähr ab Runde 10 sein. Also 5 Runden haben wir dann Zeit, anzugreifen. Ist das nicht wie eine Gruppe? Ja, man muss aber gleich sagen, das ist vielleicht das, was in Ungarn den. Was war das denn? Okay. Ich wollte gerade sagen, Magnus hat doch voll den Brems. Oder ich hatte im ersten Moment, das war Hülkenberg gewesen, aber es hat sich sehr stark nach einem alten Bremsproblem angehört. Was sollen wir machen? Wir haben jetzt erstmal die härteren Reifen. Da können wir vom Tempo gar nicht so mitgehen wie die anderen. Da muss man sich etwas gedulden. Zack, sind wir dran. DRS enabled. Ich würde sagen, ERS geht doch im Sprint sofort an. Ich bin mal gespannt. Also Gasly sollte auch DRS haben, aber mit dem ERS könnten wir vielleicht jetzt angreifen. In die Rouge rein. Und war die auch hoch? Ja, nee. Nein, ach komm, ey. Und hält den Teamkollegen auf. Was ist aktuell mit Scho los? Scho macht allgemein momentan so viele Fehler. Ich sehe uns noch nicht auf Platz 5 oder 6 in der Teamwertung. Wenn es so weitergeht, noch geht es so weiter runter. Bisher hat jeder nur einen Platz verloren. Es geht also noch, aber trotzdem ist es halt ärgerlich. Das war unnötig. Wir hätten Gasly geholen können. Und hält dann seinen Teamkollegen. Das ist das Schlimmere noch, weil er hätte jetzt Hülkenberg angreifen können. Und für Ricardo geht es wieso ganz nach hinten, ne? Eieieiei. Aber wir haben fast Magnus noch aus dem DRS-Fenster.
Das gefällt mir eigentlich ziemlich gut. Gado geht vorbei. Ist vielleicht auch besser so. Ah, Markus ist im DRS-Fenster. Das ist nicht gut. Hülkenberg. Boah, Hülkenberg schon die Lücke zu Gasly geschlossen. Das ist krass. Eigentlich sollen sie, wenn es geht, sich halt gegenseitig das DRS geben, um schneller zu sein, aber was machen sie komischerweise irgendwie, ne? Wäre cool, wenn da so eine Art Punkt gibt. Pusht euch gegenseitig, ne? Eher fürs Team, anstatt auf eigene Position, aktuell noch. Overtake available. Ja. Ja, das Wichtigste ist eigentlich, Markus aus dem DRS also bekommen, damit er uns auch nicht bekommt. Elvin ist auch dahinter. Elvin ist unglaublich stark. Aber Schuh ist auch im Vergleich zu Ricardo etwas langsamer, ne? Eine halbe Sekunde. Also in Katar ist klar, da müssen wir mit Mediums fahren, damit wir keine Reifenschäden bekommen. War ja letzte Saison schon der Fall. Da haben wir halt Gott sei Dank ein Pünktchen bekommen. Vertrauen von Ricardo ist gut, das Vertrauen von Cho ist gar nicht da. Gar nicht vorhanden. Muss aufpassen, dass er jetzt nicht angegriffen wird. Piastri wird hier viel schlechter gemacht, als er eigentlich ist. Im Spiel. Er dümpelt hier immer so weit hinten rum, wenn man bedenkt, wo Norris rumfährt. Ja, Norris ist aktuell definitiv der stärkere Fahrer, auch wenn Piastri ein Sprintrennen gewonnen hat. Aber trotzdem. Das ist ja letztes Mal, glaube ich, schon. Welche Strecke war das? Austin? Das ist doch nicht wahr, ey. Okay. Wir sehen Daniel Ricciardo. Hey, warum sind unsere Fahrer so fehleranfällig aktuell? Ja, okay. Alles gut. Ja, Gott sei Dank hast du das Auto nicht kaputt gemacht. Also, ihr Antriebsstrang. Aktuell startet ihr so oder so vom letzten Platz, von daher ist es scheißegal. Der Hülkenberg geht ja auch nach hinten. Oh Gott, das wird eine Katastrophe. Wird Zeit, definitiv ein Update. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir ziemlich langsam hier sind. Wir haben schon 5 Runden hinter uns. Ne? Also wir starten gerade die 5. Runde, aber trotzdem. Obwohl er sich weggedreht hat, sind die Reifen aber nicht kaputt gegangen. Finde ich gut. Geht jetzt der... Markus geht nicht vorbei. Klar, Ricardo konnte schon mal noch bekommen. Bottas vielleicht auch noch und Piastri auch noch mal. Ich verstehe nicht, warum. Also in der 2. Runde und in der 4. Runde Fehler. Unsere Fahrer. Jetzt haben wir keine Chance, den aufzuhalten. Das Einzige, was wir hoffen müssen, halt dran zu bleiben, um selber DRS zu bekommen. Und dann bitte kein. Was ist hier los? Yellow Flag. Okay. Ricardo ist nicht mehr letzter! Hast du dich auch verbremst? Oder war der Vorsprung schon groß genug? Was geht denn hier ab? Aber die beiden haben jetzt richtig Probleme mit den Reifen. Weil die halten nicht so lange. Also, der Einzige, der mithalten kann, ist halt Norris. Keine Ahnung, wie der das schafft. Jetzt geht Elbe vorbei. Aber gibt uns DRS. Ricardo kommt näher an Schumacher.
finde es aber komisch, dass bei uns direkt die Mediums auch draufgepackt werden und die Konkurrenz direkt mit Softreifen nur fährt. Da kommt der Angriff? Nein. Aber er ist. Hol dir den Platz zurück, du schaffst das. Ja, Barrikade bringt nicht viel. Ist halt wirklich leider so. Boah, ist der Elbin schnell auf der Geraden. Obwohl wir eigentlich, glaube ich, auf Platz 3 oder 4 der Beschleunigung sind. Na, um Geschwindigkeit, glaube ich, auf Platz 16, 17, oder ich weiß gar nicht, wo genau, obwohl wir sind 10. oder so. Kommen wir auf der Geraden halt immer noch nicht so gut mit. Und das sogar mit DRS. Ich hätte aber lieber den Alpine anstatt den Williams in den Punkten. Weil Williams noch uns noch gefährlich werden kann. Und Alpine ist halt nur 3 Punkte hinter uns. Die werden uns so oder so knacken. 1,6 Sekunden. Was ist los mit denen? Komm, Volldampf. Okay, Ricardo wird gleich Schumacher attackieren können. Ich finde es echt merkwürdig. Wir sind genau reifenmäßig, genau wie die anderen. Wir haben gar keinen Vorteil. So, Elben ist sogar schneller. Wie zum Henker fährt der auf einmal eine 1,41,6 aus dem Nichts heraus. You deploy as much as you can. Ja. So, zu zweit dadurch. Und diesmal kein Ausrutscher, wenn es geht. Nein, sauber. Und noch DRS und abbauen. Es bringt auch nichts, jetzt zu sagen, Show, halt die anderen für Ricardo auf. Der muss wieso 10 Plätze nach hinten. Das heißt, wir standen von aktuell vom Platz 14 und 20. Aktuell. Wir haben viel zu viel Sprit mitgenommen. Ich glaube, ich gebe allgemein aber viel zu viel Sprit mit. Aber wir haben auf jeden Fall noch Chancen. Ja, die anderen Reifen lassen nach. Uns halt auch. Aber wir haben halt nur noch die Hälfte der Renndistanz. Jetzt die Frage, hält jetzt Elben Stroll auf? Oder hält Stroll Elben auf? Gute Frage. Ich hoffe eigentlich, dass sie näher kommen, so langsam. Warum fahre ich eigentlich so aggressiv bei Ricardo? Also wenn der jetzt hier auf Platz 15 wäre, 5 wäre, dann wäre er auf Platz 15. Das ist okay, kann man noch stehen. We need to do lift off. Okay, understood. So, Piastri erstmal den DRS rausballern. Was sehr gut funktioniert. Und Elben schneller als Stroll. Weil Stroll hat seine Reifen ja komplett kaputt hat. Ne, ob er jetzt 17. wird oder 18. wird, das ist bei
Ricardo, glaube ich, jetzt nicht so extrem schlimm. Nur Fischu besser als ihm voll. Aber das ist halt so ein Hin und Her immer, ne? Stroll hat auch kein DRS mehr. Da könnten wir aber jetzt langsam reinrutschen dann. Mit so einem. Wie zum Henker. Wir haben ERS eingesetzt. Jetzt müssen wir versuchen, auch Geld zu sparen, um halt uns den Motor noch irgendwann zu leisten. Für Schur. Ricardo könnte das jedenfalls hinbekommen im Motor. Ja, Ricardo ist fast an Bottas dran. Ja, weil so schwimmen wir den Motor. Fast. Wir haben halt nur 5% weniger. Komm schon mit Windschatten. Das hat gerade angehört, als ob er sich verbremst hätte. Ah, sehr gut. Windschatten und DRS. ERS lasse ich jetzt sogar weg. Genau, Ricardo ist auch dran. Direkt zwei Überholmanöver hier vielleicht. Ist halt so langsam auf der Kran. Warum sind wir so langsam auf der Kran? Wir haben eigentlich ziemlich wenig Flügel dabei. Na, wir kommen kaum näher. Was haben wir hier aber jetzt? Hoffentlich einen Angriff? Nee, Ricardo will nicht so ganz. Small lift off 12, the tires. Okay. Ja. Selten dämlich, Ricardo. Jetzt einfach rausziehen müssen. Elben bekommt auch Hülkenberg. Bekommt er so oder so. Er ist ja schon auf Platz 12 beim Start. Das ist auch krass. Was ist mit Russell eigentlich los? Der Krieg kommt nicht an mit Solo damit. Ich glaube, wir müssen wohl oder übel ERS einsetzen. Also in Spar kann man wieso sehr gut immer Batterie sparen. Das ist jetzt kein Problem. Lars Stroll wird wahrscheinlich im Hauptdrehen wieder an uns vorbeigehen, weil er eigentlich schneller Auto hat. Oh, jetzt kommen wir ran. Jetzt haben wir noch richtig DRS. ERS noch. Und was wäre gewesen, wenn wir einen Fehler nicht gehabt hätten? Dann wären wir schön auf Platz 12. Okay, vielleicht Platz 13. Weil ich weiß ja nicht, wie es ausgesehen hätte. Der fährt uns auf der Geraden weg. Oh Gott, ey. Lahme Schnecken sind wir. Keine Chance. Wir können es nur schaffen, wenn wir die ausbeschleunigen. Aber Ricardo, der schafft es immerhin, einen Alfa Romeo zu überholen. Aber immerhin. Ist auch nicht selbstverständlich.
Das sind 2 Punkte für Tsunoda aktuell. Und das wird auch, sieht dann aus, als ob es so bleiben wird auch. Okay, Stroll hat gerade sein Turbo eingezündet. Das merkt man immer regelrecht, wenn die anderen aber mal richtig schnell werden. Und man kaum hinterherkommt. Allgemein, auf der kompletten Runde gesehen. Weil meistens machen die so eine, vielleicht maximum 2 Runden. Diesen Knopf will ich auch haben. So, jetzt komm, bitte. Das wird nix. Also es wäre schon ein Wunder. Der zieht raus. Wir sind echt minimal schneller nur. Chu hat ein Überholmanöver getätigt. Wahnsinn! Ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich jetzt in den letzten 3 Runden noch so ein ausschlaggebender Punkt ist, jetzt da richtig so. Ob wir es schaffen, noch ranzukommen. Ich weiß es halt nicht. Also unsere Reifen sind auf jeden Fall im besseren Zustand als die von der Konkurrenz. Also klar, wir haben auch die härtere Mischung drauf. Wir könnten es vielleicht schaffen, DRS von Albon. Also Platz 12 wäre schon mindestens mal nicht so verkehrt, muss ich sagen. Nachdem wie das Rennen bisher verlaufen ist. Fehler von Fahrern, von 2 gleichzeitig, ne, mit Stroll und Magnussen. Ja, falls Stroll könnte uns noch einholen nochmal. Wie viel laden wir jetzt? Boah. Fast voll. Hätte ich das gewusst, hätte ich echt kaum Sprit mitgenommen. Wir haben gerade mal, glaube ich, 3 Kilo verloren nur. Mit 42,4. Nicht schlecht eigentlich. Der Magnus sieht aus, als ob er noch in die Box kommen müsste. Aber da ist der Einzige, ne? Der das so hinkriegt, die Reifen so extrem zu sparen. Und Verstappen. Also Ricardo holt auch auf Piastri. Eigentlich letzte Runde nicht, aber er hatte mal 6 Sekunden Rückstand. Und Verstappen wird auf jeden Fall das Rennen gewinnen. Eigentlich auch fies, dass er direkt 2 Heimrennen hintereinander hat, ne? Oh, gelbe Flagge. Virtuelles Safety Car? Okay. Wo? Und da kommt es zum Unfall. Ach, Schumacher. Der wird nur gepiept. Und während das alles passiert ist. Visto Safety Car, Visto Safety Car. Follow the reference. Jetzt haben wir den Termin noch von der Linie ab. Ja, ich weiß, dass die Reifen zu heiß sind. Es geht die letzte Runde. Er bringt ihn. Ja, das hast du jetzt schlecht, ne? Das virtuelle Safety Car. Die Reifen halt viel zu kalt. Hä?
jetzt los? Dreher von Gasly. Ah, oh, Glück gehabt. Ohne Einschlag. Damit sind wir zumindest mal auf dem 12. Platz. Eine Runde mehr wäre schöner gewesen. Max Verstappen über der Ziellinie, um den Sprint zu gewinnen. Naja, Platz 13. Platz 12 am Ende, im Endeffekt. Sehen wir uns das genau. Hier sind wir an der letzten Kurve. Der darf nicht mehr von der Strecke. Eieiei. So in der allerletzten Runde, in der allerletzten Kurve, in der letzten Schikane. So ein Riesenfehler. Ja, was soll man dazu sagen, ne? Da ist Zhou Guanyu, der heute den Sprint keine Punkte gut machen konnte. Mit einem Finish auf dem 13. Platz kommt er nächstes Mal bestimmt stärker zurück. Wäre schön. Aber das weiß man halt nicht, ne? Wir starten jetzt zwar eine Position weiter vorne. Aber ja, schwer zu sagen.